بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أما بعد اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركتك وألبسنا لباس عفوك وعافيتك واهدنا اللهم سبل السلام وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم آمين Im heutigen Teil von Al-Bayqoniyya, dem, dem Gedicht im Bereich der Hadith-Lehre, machen wir dann inshallah heute weiter. Der Autor, der Autor, rahimahullah ta'ala, er sagt, وَمَا يُخَالِفُ ثِقَةٌ فِيهِ الْمَلَى فَالشَّاذُ وَالْمَقْلُوبُ قِسْمَانِ تَلَى إِبْدَالُ رَاوٍ مَا بِرَاوٍ قِسْمُ وَقَلْبُ إِسْنَادٍ لِمَتْنٍ قِسْمُ Bedeutet, dass der Autor, rahimahullah ta'ala, hier über eine weitere Art Von, ähm, von einer Unterteilung von schwachen Überlieferungen spricht. Und zwar spricht der Hetze hier im ein, äh, im einund, in der 21. Strophe über Ashad. Und wir haben bereits über Ashad gesprochen, was das genau bedeutet. Eine Shad-Überlieferung, kurz gesagt, bedeutet, wenn ein Überlieferer einen anderen Überlieferer widerspricht, der stärker in der Vertrauenswürdigkeit ist. Das heißt, wir haben zwei Ketten zum Beispiel und äh, ein Überlieferer überliefert etwas und in, in, in einer anderen Kette überliefert er zum Beispiel etwas Gegenteiliges oder was auch immer, was dem widerspricht, was der andere Überlieferer überliefert hat. Also, die widersprechen sich. So, welchen ziehen wir jetzt hier vor? Dann, müssen, dann schauen wir auf die Einstufung des Überlieferers. Und derjenige, der vertrauenswürdiger ist in der Einstufung, der wird vorgezogen. Und dann erfüllt er die Bedingung von As-Sahih. Und der andere, der ist auch zwar vertrauenswürdig, aber nicht so vertrauenswürdig wie der andere. Derjenige, der weniger vertrauenswürdig ist, diese Kette, die wird dann Shadh genannt. -Shad. Die Vertrauenswürdigkeit aber, die kann äh, in verschiedene Arten interpretiert werden. Die kann bezogen sein auf die Redlichkeit, also auf Al-Adala, also die Gottesfurcht einer Person oder ähm, ob er zum beispiel etwas zum beispiel sittenwidriges macht dann kann sie bezogen sein auf die genauigkeit der person zum beispiel der eine überlieferer ist beim auswendiglernen und beim niederschreiben beim weitergeben bei, also bei der annahme der überlieferung und bei der weitergabe genauer als der andere zum beispiel der ihn widersprochen hat es kann aber auch sein in der anzahl in der anzahl ähm, und der Autor jetzt hier, Rahimahullah, der erwähnt im 21. Äh, in, der, in der 21. Strophe die Anzahl. Also er erwähnt jetzt hier nur eine Art, äh, auf eine Art, der, wie man die Vertrauenswürdigkeit sozusagen ähm, interpretieren kann. Und äh, die Frage kam bereits, was bedeutet Anzahl? Also wo, was ist, was ist mit, mit der Anzahl gemeint? und hier ist dann genau haben wir bereits zwar schon erklärt aber wir wiederholen noch mal das heißt wenn eine vertrauenswürdige gruppe etwas überliefert und einer von ihnen die, Gru die gruppe widerspricht das heißt es gibt verschiedene ketten zum beispiel sieben ketten sieben verschiedene überlieferungsketten und äh, sechs von denen überliefern alle eins zu eins dasselbe aber die siebte Kette, der siebte Überlieferer, die siebte Überlieferungskette, die widerspricht alle anderen. So, und die anderen du, sind alle vertrauenswürdiger, dann wird der einzelne Überlieferer, der diese Gruppe widerspricht, sozusagen außer Reihe gesetzt, sagt man. Man kann sagen, der fällt sozusagen außer Reihe. Und das nennt man dann Aschad. Dann gehen wir auf die nächste. Und zwar Al-Maqlub. Al-Maqlub. Der Autor, Rahimahullah, der sagt dann, Wal-Maqlubu, also das heißt in der 21. Strophe, wenn man das hier mit der Maus sehen kann, Wal-Maqlubu, Tala, Das heißt, Al-Maqlub sind zwei, da gibt es zwei Arten, sind zwei Unterteilungen. Die folgen hier in, in der 22. Strophe, indem er sagt: Also, der, der, der Autor, der sagt, die erste Unterteilung, die es gibt, die es gibt, ist, wenn die Kette gedreht ist, wenn die Kette gedreht wird, wie zum Beispiel, und das nennt man al-Ibdal, al-Ibdal, wenn der Name zweier Überlieferer umgedreht wird, beispielsweise so wird in der Kette, ja, und also hier sprechen wir jetzt nur von einer Kette, ja, das ist, da muss man darauf achten, wir sprechen hier von einer Kette, was passiert jetzt in dieser Kette? Es findet ein Ibdal statt, sozusagen, ein Tausch, eine Verwechslung statt, ein Auswechseln. Wenn der Name zweier Überlieferer umgedreht wird. Beispielsweise ähm, heißt es, Yusuf hat mir von Jakob erzählt, anstatt Jakob hat mir von Yusuf erzählt. Also genau andersherum. Und was ist das Urteil einer solchen Überlieferung? Das ist eine Art einer schwachen überlieferung und das wird nicht angenommen weil das deutet dann auf die, äh, auf die, ähm, auf die mangelhafte genauigkeit des überlieferers hin. die zweite art, ähm, die zweite art ist aber vorher ähm, sprechen wir nochmal darüber über Al-Ibdal, über die erste art wie erkennt man so eine kette? also wie erkennen wie kann sowas passieren? Und wie erkennt man so eine, so eine Umdrehung, dass etwas umgedreht wird? Gibt es verschiedene Möglichkeiten, aber man guckt zum Beispiel, wenn die Kette von einem anderen Weg erzählt wird, die authentischer ist. Es kann ja sein, dass, ein, dass ein, eine Überlieferung mehrere Wege hat. So Und alle, alle Wege sozusagen haben den gleichen Weg und es findet keine, Umdre keine Umdrehung statt. Das heißt, ein Über die Namen sind alle in der richtigen Reihenfolge und dann kommt eine Kette, die ist, da sind zwei Namen auf einmal umgedreht. Und auf diese Art und Weise kann man zum Beispiel das herausfinden. Oder zum Beispiel, indem man guckt auf die Biografien, wer ist der Lehrer und wer ist der Schüler. Ja, wenn der Lehrer und der Schüler vertauscht werden zum Beispiel, das kann auch passieren. Okay, und wir haben sozusagen das jetzt gesagt: das Urteil, die gehört zu den schwachen Überlieferungen. Warum? Denn sie deutet auf die schwache Genauigkeit des Überlieferers hin. Die zweite Art, und zwar nennt sich das Al-Qalb, Al und das ist jetzt bezogen auf zwei Überlieferungsketten. Die erste Art ist bezogen innerhalb einer Überlieferungskette, wenn zwei, wenn zwei Namen verdreht werden. Jetzt sprechen wir in der zweiten Art über ähm, zwei verschiedene Ketten. Was passiert jetzt hier, wenn zwei Ketten mit zwei Quelltexten ausgetauscht werden? Das heißt zum Beispiel, äh, zwei, also es gibt zwei Aussagen des Propheten wasallam, und jede Aussage hat eine, eine Überlieferungskette. Was passiert, jetzt hier? Was passiert jetzt hier? Zwei Ketten werden mit diesen zwei Quelltexten dann ausgetauscht. Diese werden dann ausgetauscht. Und diese Art wird auch durch die Gelehrten des Hadithes dann natürlich untersucht. Es gibt auch natürlich weitere Unterteilungen und zwar das Austauschen. Also, jetzt der, der Autor hier, Rahimahullah, der erwähnt jetzt hier zwei Arten. Nur, weil das natürlich ein, 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 ein Werk ist, jetzt für eine kurze Einführung in dieser Wissenschaft. Es gibt natürlich weitere Arten, die die Gelehrten nennen, wie zum Beispiel der Austausch des Quell Quelltextes. An sich selbst, das heißt innerhalb eines Quelltextes, findet eine ein Austausch statt. Zwei Wörter werden zum Beispiel miteinander vertauscht, im Gegensatz zu einer anderen Überlieferung. Zum Beispiel, ähm, zum Beispiel der Prophet Muhammad sallallahu alaihi sagt: Bei Sahih Muslim, حتى لا und bei Sahih al-Bukhari heißt es, Hatta shimaluhu ma yaminuhu. Und übersetzt heißt das sinngemäß, äh, bis sozusagen die, die rechte Hand nicht weiß, was die Linkeheit, linke Hand ausgegeben hat. In einer anderen Überlieferung, in einem anderen Hadithwerk, heißt das genau umgedreht. Da ist zuerst die linke Hand und dann die rechte Hand. In der Aussage des Propheten Sallallahu Und beide Überlieferungen, also die erste Überlieferung mit der rechten Hand, die ist bei Sahih Muslim, und die mit der linken Hand zuerst, die ist bei Sahih al-Bukhari. Ja? Und die richtige Version ist bei natürlich bei Imam al-Bukhari, und die umgedrehte Version ist bei Imam Muslim. Und das ist zum Beispiel ein, ein Beispiel für diese Art, jetzt, die der Autor jetzt nicht genannt hat. der Austausch des Quelltextes innerhalb, innerhalb des, the, uh, des Quelltextes. Ein Austausch innerhalb des Quelltextes. Der Autor, Rahimahullah, der sagt weiter, وَالْفَرْدُ مَا قَيَّتَّهُ بِثِقَةً أَوْ جَمْعٍ أَوْ قَصْرٍ عَلَى رِوَايَةً وَمَا بِعِلَّةٍ غُمُودٍ أَوْ خفا مُعَلَّلٌ عندهم قد عرف لا اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهل الفن Jetzt lernen wir weitere drei Überlieferungen kennen. Drei Überlieferungen kennen. Indem man er zuerst über, äh, darüber spricht, Al-Fard. Al-Fard. Bedeutet, wenn in einer Überlieferungskette der Überlieferer nur ein einziges bestimmtes Wort überliefert wird, was dieser Überlieferer nun gesagt hat. Und diese Art kann sich natürlich zum Beispiel auch auf eine Gruppe oder auf ein Land beziehen. Dass zum Beispiel ein bestimmtes Wort, die überliefert wird, nur aus diesem Land oder aus dieser Gruppe von Überlieferern. Und diese Arten und das Urteil von solchen, von solchen Fard-Hadithen sind meistens schwach. Aber sie können aber auch Hassan, Hassan oder auch Sahih sein. Das musste man natürlich genauer untersuchen. Gibt es andere Überlieferungen, die natürlich authentischer sind und so weiter und so fort? Aber meistens sind solche Überlieferungen schwach. Aber nach einer eingehenden Analyse der Hadith-Gelehrten müsste man sich das genauer anschauen. Nur hier informativ, was das bedeutet. Und deswegen sieht man auch in manchen, in manchen Werken, in manchen Werken, dass ähm, Hadith-Werken bei Überlieferung zum Beispiel steht, der Zusatz, so ein Zusatz bedeutet, ähm, dass da wird meistens kommentiert, dass, dieser Überlieferer, äh, nur, dass nur dieser Überlieferer diese Aussage getätigt hat, ansonsten kein anderer. Der Autor der spricht der zweite über Al-Mu'allal. Über Al-Mu'allal. Und das ist, und das hat damit zu tun mit Al-Allah. Mit Al-Illa. Und wir haben gesagt, wenn, wenn man sich nochmal an die ersten Unterricht erinnert, Al-Illa haben wir gesagt, ist eine von den Bedingungen, damit eine Überlieferung authentisches Sahih. Das heißt, die Kette, die darf nicht unterbrochen sein. Es muss eine Kette vorhanden sein, die muss vollständig sein. Da drinnen, alle Überlieferer müssen vertrauenswürdig sein. Das heißt, ähm, die müssen ähm, rechtschaffen sein. Und die dürfen äh, nichts Sittenwidriges machen. Und es darf kein, äh, kein Schad drinnen sein. Und das Letzte, was wir dann erwähnt haben, keine Illa. Und wir haben ja gesagt, Illa... Ist eine Art Fehler, der erstmal versteckt ist, ja, der sozusagen der äußere Schein der Überlieferung die Authentizität ist. Aber es gibt einen versteckten Fehler da drin, die natürlich die Spezialisten dieser Wissenschaft dann herausfinden können. Bedeutet, es ist eine Überlieferung, die scheinbar authentisch ist, aber es gibt in der Kette einen Fehler. Und dieser Fehler kann aber natürlich auch im Quelltext sein. Und wie erkennt man solche Fehler? Das ist natürlich einer eine der, äh, der schwierigsten Teilbereiche dieser Wissenschaft, solche Fehler zu analysieren. Ähm, erstmal, wie gehen meistens die Gelehrten vor? Die sammeln alle Ketten zu, eine, zu dieser einen Überlieferung, alle vorhandenen Ketten, die es gibt, und analysieren die Ketten. Beispielsweise. Ein Überlieferer überliefert einen Hadith mit einem Wortlaut, den er nur überliefert hat, obwohl es mehrere Überlieferer gibt mit einem ähnlichen Quelltext. Alle anderen Überlieferer überliefern gleich, jedoch hat dieser eine Überlieferer einen anderen Wortlaut. Und dann untersucht man, ja, wieso. Und so weiter und so fort. Dann äh, gibt es zum Beispiel, dass ein, ähm, ein Überlieferer einen anderen, Überlieferer widersprochen hat. Das sind jetzt allgemeine Beispiele, aber die haben damit mit diesen Arten von Fehler zu tun. Und ähm, manche Gelehrte, wie zum Beispiel Imam, äh, der, der, Imam Al-Hakim, äh, Rahimahullah, in seinem Werk erwähnt er Ma'rifatu Ulum Al-Hadith, dort erwähnt er zum Beispiel zehn verschiedene Arten von Fehler. und erwähnt dann Beispiele. Dann sagt der Autor und das ist dann sozusagen die letzte Unterteilung dann, was ist ein Muttarib Hadith? Ein Muttarib Hadith in der 25. Strophe ähm, bedeutet, wenn in der Hadith-Wissenschaft so ein Hadith als Muttarib bezeichnet wird, dann meistens deutet das darauf hin, dass der Quelltext oder die Kette durcheinander überliefert worden sind in verschiedenen Formen. In so viele verschiedenen Formen. Bis man die Authentizität dann anzweifelt und dann sagt man, dass diese Überlieferung, dies ist ähm, Beispielsweise, Ibn Umar hat seine Frau während der Periode geschieden. Da gibt es eine Überlieferung, dass Ibn Umar seine Frau während der Periode geschieden hat. Und hierzu gibt es verschiedene Versionen, wie diese Überlieferung überliefert wird, bis man dann gesagt hat, dass dieser Quelltext. Dann muttarib ist und dann hat man das als schwach eingestuft. Ja? Beispielsweise auch, äh, das ist jetzt bezüglich auf den Metten, auf den Quelltext. Also Ibn Amar hat seine Frau während der Periode geschieden. Dann gibt es verschiedene Versionen, wie das genau statt, stattgefunden hat. Und weil es so viele verschiedene Versionen gibt, hat man dann am Ende gesagt, das ist Muttarib, das ist bezogen auf den Quelltext. Oder die Kette zum Beispiel, weil wir jetzt hier in der Definition ja schreiben wenn der Quelltext oder die Kette durcheinander überliefert worden sind. Zum Beispiel eine Kette, es gibt verschiedene Ketten, einmal ist die Kette Mursal, einmal ist die Kette in der Mitte gebrochen, einmal ist sie vollständig überliefert und so weiter und so fort. In so vielen verschiedenen Versionen, bis man dann diese Überlieferung oder diese Kette, Entschuldigung, dann als Muttarib dann bezeichnet hat. Und damit kommen wir zum Ende, habe ich etwas Gutes gesagt, ist es von Allah.